Hallo liebe Freunde, hier ist Hadi Flico. Heute stehe ich wieder vor der alten Hauptpost in Leipzig. Hinter mir befindet sich das Ergebnis des Raubzuges von gestern. Jede Menge Sperrmüll, der verbaut werden wird bis zum 9. Oktober, denn dann öffnen sich hier die Tore für das Urlichtprojekt. Sämtliche Bürger von Leipzig sind aufgerufen, natürlich auch jetzt schon mitzuhelfen, mitzubauen, definitiv auch noch Sperrmüll zu bringen und zu unterstützen, dass wir hier die Kapelle der Kommunikation hochziehen können. Vielen Dank, Hadi Flico, Leipzig. Nee, also dieser Teil, das ist diese Reuse, die von draußen reinkommt. Und dann wird hier praktisch über die Treppe rüber, im Rund das hier praktisch zugebaut, bis unter die Decke. Ne? Ah ja. Darf ich Sie was fragen? Sie dürfen. Ja. Ja. Woher haben Sie von dem Urlichtprojekt gehört? Vom MDR, Sender Leipzig. Den gucken wir hören wir jeden Morgen. Ne? Und da hatten die das doch aufgerufen, ne? Den Aufruf gestartet. Und dort dachten wir, jetzt wollen wir mal sehen, wie weit es schon ist. Es fing ja mit einem Stuhl an. Ne? Und da sind wir jetzt neugierig, wie sich das entwickelt. Sehr gut. Und das lief im Radio? Ja. Aha, im auf Radio. Figaro? MDR 1, Sender hier Leipzig. Mhm. Ne? Ja, ja. Und wie finden Sie das hier, die Idee? Die Idee ist super. Ne? Wir sind sowieso immer noch die aus alten was Neues entstehen lassen. Ne? Und das ist schon eine gute Idee. Und dass die Post auch mal wieder ins Gespräch kommt, ist auch was Schönes. Dankeschön. Ja. Jetzt eine Frage. Ja. Jetzt geht es um diesen Mittelteil. Der ist 12 mal 13 Meter. Ja. Etwa. Ja. Also so, wie auch immer geartet, quadratisch oder rund. Und Sie neigen den ein Stück nach innen. Ja, ich habe jetzt mal hier einen Pfeiler quasi gebaut, der das so ein bisschen symbolisiert. Der geht ja immer in so einem Ketten, genau. Von wie einer Riesenborke. Mhm. Und meines Erachtens hält das dadurch, dass die Dinge sich A überlappen, innen drin mit Querhölzern versehen sind. Ja, und eben durch den, also wenn man das grundrissmäßig zeichnen würde, wäre das ja so ein grober Zinnenverlauf, wie von einer Burgkette. Wie finden Sie das Projekt? Was denken Sie davon? Haben Sie ein schlechtes Gefühl, Herr Helge? Oder? Nee, ich habe kein schlechtes Gefühl. Das wird schon halten, weil es ja beim Bauen schon festgestellt wird, was muss ich wo festmachen. Man muss jetzt hier bloß aufpassen, weil es ein öffentlicher Raum ist, dass nicht irgendwo eine große Wand komplett abklappt. Denke mal, durch die Struktur wird das halten. Es ist natürlich schwierig für mich, jetzt hier eine Statik zu erstellen. Das geht nicht. Es ist definitiv nicht erstellbar, eben weil es aufgrund der Materialien, Strukturen und sowas gar nicht berechenbar ist. Aber man muss baubegleitend das so begutachten, dass man durchaus von einer Form von Abnahme sprechen kann und die Leute hier gefahrlos reingehen können. Danke. Okay. Und Sie selber, haben Sie Lust, mal mit dem Akkuschrauber vorbeizukommen und mitzuhelfen? Kann ich mal machen, vielleicht. Okay? Danke.